Bahnfrei für gute Unterhaltung. Ihre SBB. Das ist die Sendung Nummer 18 und auch heute haben wir wieder einmal zwei Frauen am Start und nur einen Mann, also Männer sind in der Minderheit. Das sieht aber eigentlich nicht wirklich so aus bei Eigenmönch und Kunz. Wir haben immer noch das Gefühl, dass sich die Frauen weniger wagen, sich anzumelden. Also darum, wer wirklich effektiv mal bei Eigenmönch und Kunz mitmachen will, vor allem Frauen sind gefragt, der kann am Schluss von der Sendung ablesen, welche Adresse dass er sich muss. Bewerben und dann werden wir in die Unterlagen schicken und dann könnt ihr kommen. Kommen die Frau, weil es sieht gut aus. Wir haben heute wieder eine Champion-Frau am Start, aber zu dem etwas später. Unsere Mission Possible-Agentin ist heute eine Frau, die schon ganz, ganz hoch oben war. Die Alpinistin und Bergführer Evelyn Binsack, die vor allem Furore gemacht hat durch die Besteigung von Mount Everest. Sie war die erste Schweizer Frau, die das geschafft hat. Und sie wird heute bei uns ein bisschen erzählen, wie es ihr so geht und was sie heute so macht, wenn sie gerade nicht einmal Gipfel stürmt. So, meine erste Kandidatin kommt aus Zwieselberg bei Thun, ist 36-jährig. Herzlich willkommen, Eva Schäfer. Ganz viele Berufsbezeichnungen. Du bist einerseits kaufmännische Angestellte, Hausfrau, Mutter und Bäuerin. Und genau das Letzte, dass du eine Bäuerin werden würdest, hättest du dir nie vorstellen. Warum bist du es heute gleich? Ja, ich habe eigentlich meinen Mann gelernt kennen. Ich konnte mir vorher nie vorstellen, dass ich überhaupt einen Bauer heiraten könnte, weil das ist mit sehr vielen Negativfaktoren verbunden. Zum Beispiel, man ist angebunden, man kann nicht so in die Ferien. Ja, man muss Tag und Nacht hier arbeiten, oder viele Leute meinen das so. Mhm. Und von dem her muss ich sagen, du hast deinen Mann erkennen und bist jetzt auch Bäuerin geworden. Ja. Es hat auch Vorteile, hast du mir gesagt, dass dein Mann eben Bauer ist? Sehr viele, ja. Wir haben zwei Kinder und mein Mann ist den ganzen Tag daheim. Das haben sehr viele Kinder nicht, dass ihr Vater den ganzen Tag um sich hat. Und das hat sehr grosse Lebensqualität. Du bist aber nicht nur daheim, in Anführungszeichen, auf dem Bauernhof und du dort arbeiten und kochen und Kinder pflegen und hüten. Und Tierchen pflegen auch noch. Du machst schon noch etwas Angst, du bist auch noch im Büro tätig. Erzähl noch kurz von diesem Beruf. Ich habe eine 20% Anstellung in einer Eingliederungsstätte für körperlich, für geistig und mehrfach behinderte junge Leute. Und ich arbeite dort in der Administration. Das gefällt mir sehr gut. Es gibt einen Ausgleich zu meinem Leben daheim auf dem Bauernhof. Ist aber gleichzeitig auch noch so eine Fuß in der Tür an, um im kaufmännischen Bereich ein bisschen drinnen zu bleiben. Genau. Für dich ein bisschen Ausgleich zu finden. Ich hoffe, du hast genug Schweizer Geografie gebüffelt. Das sehen wir jetzt in der Vorbereitung für unsere Sendung. Du kannst dir jetzt einen markanten Schweizer Punkt auswählen, wo es dann zu lokalisieren gilt. Und los. Jean Péry. Schon gehört? Auch schon gehört, ja. Auch schon gehört. Also, wenn wir schauen, ob du auch schon gesehen hast, was auf der Karte könnte sein. Genau. Das ist aber jetzt 15 Sekunden und los. Du brauchst nicht einmal die 15 Sekunden. Du bist ziemlich zielstrebig dort in die linke Ecke runtergegangen. Ja, wie viele Punkte gibt es zusätzlich von den 500 Punkten? Ja, 50 in der ersten Runde für die Eva. Unser Mann in der Runde kommt aus Geroldswil im Limmatal. Ist 48-jährig. Herzlich willkommen, Werner Stulz. Du hast 20 Jahre lang als selbstständiger Kaufmann gearbeitet und dann warst du in der Werbebranche. Im Moment suchst du dir einen neuen Job. Woher orientierst du dich? Ja, es geht in Richtung wieder in die Showbranche oder in Selbstständigkeit oder in Werbung, Marketing. Also das finden wir jetzt gerade raus. Wir sind gerade an einem Kurs. Du bist an einem Kurs. Also genau. Du tust deine Zeit, die du quasi nicht arbeitest, nutzen, indem du dich weiterbildest. Was machst du alles? Also einerseits eben der Kurs, das ist so ein Selbstbestimmungskurs, wo man sich selbst positionieren kann. Und andererseits tue ich daheim noch Webdesign, also ein neues Programm
studieren. Du bist also ein Büffel für dich selber, du hast eine eigene Homepage. Was kann man dort über dich erfahren? Oh, das ist einfach so ein Ergüss, geistiger Ergüss, wenn ich das Gefühl habe, dass das vielleicht die Leute noch interessiert, die mich kennen. Und also geistiger Ergüss heisst, dass sie das Geschichten oder sind das sozialkritische Aufsätze überhaupt oder nicht. Gedichte? Überhaupt nicht. Nein, es ist ja mehr so Persönliches, ein paar Schwenke aus meinem Leben. Mhm. Ein paar Schwenke aus deinem Leben. Wir hoffen, wir können noch irgendwo einen Schwank von deinem Leben im Verlauf dieser Sendung erfahren. Jetzt spielen wir zum ersten Mal die Schweizer Karte. Du kannst jetzt einen markanten Punkt auswählen. Ein Bild bitte. Seelisberg. Auch schon gehört? Auch schon gehört, ja. Auch schon gehört. Gut, schauen wir, was dir die Schweizer Karte bringt. Und los, 15 Sekunden. Du kannst, wenn du fertig bist, genau wie du es jetzt gemacht hast, das Fanli setzen. 500 Punkte hast du sowieso. Wie viel gibt es dazu? Hey, 100 Punkte für den Erdbeer, der beste Punkt. Und jetzt zu dieser Frau, die letztes Mal geputzt hat und sie jetzt auch noch einmal wissen will, ist 32-jährig, kommt aus Riggisberg. Herzlich willkommen, Sandra Lüscher. Ich habe in der letzten Sendung erfahren, dass du auch Mutter bist und vor allem ein Hobby hast, du spielst Handball. Das haben wir jetzt nicht mehr näher eingehen, das haben wir genug diskutiert. Dein Mann ist Förster. Ja. Ist für dich der Wald auch wichtig? Ja, also Natur allgemein. Gehst du viel mit deinen Kindern in den Wald spazieren? Ja, also Wald und Wiese, sage ich jetzt einmal. Wald und Wiese, ja. Und wenn du mal in der Freizeit mit deinen Kindern unterwegs bist, arbeitest du auch noch? Ja, was denn ich arbeite genau? 25%, mache ich Sekretariat. Von der Kindertagesstätte Katuka in Bern. Und das ist mir schön, da kommt man mal in die Stadt. Und, ja, das ist aber den ganzen Tag Kind um dich herum. Ist das eigentlich nicht ein bisschen anstrengend? Würdest du eigentlich nicht lieber mit Erwachsenen arbeiten? Also ich habe Kind nicht. Also ich kann die Türen zutun, wenn ich will. Ich habe ein Büro dort und dann kann ich meine Arbeit machen. Nein, auch gar nicht. Das ist gar kein Problem. Jetzt hast du schon 10'000 Franken auf sicher. Vielleicht werden es heute 5'000 oder 10'000, wenn es gut geht, mehr. Was machst du damit? Ja, ein Teil denke ich sicher mal aufs Konto und etwas vielleicht noch Ferien. Mal schauen. Mal mit der Familie irgendwo in ein kleines, fernes Land. Ja. Noch ein bisschen Rundinnen zahlen. Was zahlen? Rundinnen zahlen? Ja. Noch ein bisschen Rundinnen zahlen im Dorf, dass man nicht wirklich zum Aussenseiter wird. Tipptopp, jetzt wollen wir so wissen, was du in Sachen Geografie auf Lager hast. Gestern hast du es schon bewiesen. Was gibt es heute? Du kannst dir ein Bild aussuchen. Wiedersehen. Gut, und los, 15 Sekunden ab jetzt. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Lass mal da. Du hast aufgegeben, ein bisschen vorzeitig, kann man sagen. Nein, ich weiss es wirklich nicht. Du weißt es einfach nicht, hast müssen reden. Also, vielleicht gibt es einen Punkt. Ja, es wäre als Ender im Jura hinger gewesen. Trotzdem einen Applaus für unsere Chefin. Zwischenstand. Wer führt im Moment in Führung gegangen ist, der Wehner mit 600 Punkten. Wir wissen ziemlich viel von unseren Kandidaten. Manchmal sagen wir aber nicht alles, aber das getrauen wir uns jetzt zu sagen. Eva, du tust extrem gerne Faulenzen. Ja, also extrem gerne ist jetzt übertrieben, aber ich tue auch gerne, aber ich habe meistens ein bisschen zu wenig Zeit. Aber du kommst eigentlich gar nicht dazu mit deinen 5 Berufsbezeichnungen. Was machst du, wenn du wirklich mal vollends bist? Dann habe ich ein gutes Buch, das ich lese und auf dem Rubettli hinterher liegen, die Füße suchen habe. Und dann kann ich verstinken. Und darum schaue ich darauf, dass die Bibliothekbücher eigentlich auch ein bisschen dünn sind, weil ich dann nicht hören kann, bevor sie fertig sind. Aha, und wenn du so einen Roman hast mit 700 Seiten, dann wäre das ein Tag lang und Eva einfach nicht... Oder immer eine Nacht. Gut, also. Wir haben vorher und Frau Schweizer wollen wissen, was für sie Faulenzen heisst. Ist das Eva A. Dösen, B. Musik hören, C. Fernsehen schauen oder D. Lesen? Wie entspannen sich die Schweizer und innen am liebsten? Das ist eine exklusive Umfrage, die irgendwann einen kurzen Auftrag gegeben hat. Für die Eva. Eva, was meinst du? Also, lesen tue ich ja mittlerweile auch nicht mehr so viele Leute. Ich würde jetzt mal sagen, Musik hören.
Musik hören. Es lesen doch ein bisschen mehr Leute, als du denkst. Tatsächlich. Der wäre richtig gewesen. Leider keine Punkte für dich in dieser Runde. Werner, von Werner wissen wir, dass er eigentlich einen Traumberuf mal hatte. Irgendwann mal, dass du ein Chauffeur werden wolltest. Wäre jetzt ein Buschauffeur gewesen oder ein Taxichauffeur? Also das ist eigentlich mehr so der König der Landstraße mit den grossen Trucks, aber das ist sehr, sehr lang her. Oder? König der Landstraße? Wieso hat dich das so fasziniert, mit den grossen Lastwagen rumzufahren? Ja, das ist einfach so ähnlich wie wahrscheinlich Lokomotivführer oder Pilot. Und hat man als Kind so Vorstellungen. Und als ich es dann einmal machen durfte, also nicht ganz die grossen Wagen, aber ich war doch zwei Jahre mehr oder weniger nur auf der Autobahn gewesen, und dann hat man dann Nase voll. Fahrst du Auto heute selber? Ja, ja. Gut, dann weißt du vielleicht auch, kannst du uns weiterhelfen in unserer Studie. Wir haben Schweizer und Schweizerinnen gefragt, wenn sie jetzt angenommen einen Preis ausschreiben würden, ein Auto gewinnen, eins von ihrer Wahl. Sie könnten eins auslesen von folgenden. Welches wäre es, was sie am liebsten würden auslesen? Wäre das Werner? A. Ein Mercedes, B. Ein BMW, C. Ein Ferrari oder D. Ein Porsche? Ferrari, warum? Weil du ihn nicht verstehst? Nicht einmal, nein. Ich bin immer zu gross für so sportliche Auto. Aber es ist so ein geheimer Wunsch von vielen Autos. Also, lösen wir es auf. Stimmt's oder stimmt's nicht? Es wäre ein Mercedes. Und zwar zusammen mit dem Audi wären das die beliebtesten Autos. Das war eine Tagesanzeiger-Studie mit dem Titel Auto 2001. Sandra. Skilager hast du auch ein paar. Du hast schon erzählt in der letzten Sendung, dass du gerne Skifahren. Was sind so die speziellsten Erinnerungen, die du an deine Skilager hast? Also ich habe Skilager sogar noch selber geleitet. Also ich bin als Skilehrerin für die Kleinen noch mitgegangen. Und selber war natürlich auch mal lästig, wenn wir die Nacht nicht ins Bett noch schneiden und halt uns so ist. Zu den Buben rüber. Genau. Und dann, als du selber hast geleitet, dann, als du selber hast Skilager geleitet, dann hast du natürlich nicht noch müssen. Können, ja. Dann hat man fast keinen Schlaf wahrscheinlich als Leiter. Ja, und dort muss man eben schauen, dass die Mädchen bei den Mädchen bleiben und die Buben bei den Buben. Genau. Weil sonst kommt das natürlich nicht gut. Also, wir wollen wissen, was sich die Schweizer und Schweizerinnen am ehesten erinnern, wenn sie an Skilager zurückdenken. Sandra, ist das A? Die Streichen, die man macht, eben, am Lehrer davon schleichen. B. Skirennen. C. Spiel spielen. Oder D. Der Schulschatz. Ich denke, Skirennen oder der Streich. Ich sage Skirennen, weil das ist auch noch eindrücklich. Ja. Ist das für dich auch immer wichtig? Ja. Wo man sich dann behalten kann, genau. Und eben mal neben dem Diktatschreib auch noch trumpfen kann. B. Ist richtig, Skirennen. Schauen wir auf den Zwischenstand. Es sieht für den Werner ziemlich gut aus. Er ist in Führung mit 600 Punkten. Zeitmaschine. Wir schauen zurück in die Vergangenheit und testen unsere Kandidatinnen auf ihr Gedächtnis. Was wissen sie noch alles, was bisher passiert ist im Schweizer Geschehen? 1966, Eva, bist du geboren worden. Gibt es einen Jahrgang, wo du manchmal denkst, ich wäre lieber in dieser Zeit geboren oder in dieser Zeit? Nein, ist sehr angenehm. Von den 66ern. Ist es also ich glaube, ich bin in eine gute Zeit hineingefallen. Du bist in eine gute Zeit hineingepurzelt. 1966 hat das Unternehmen Nestlé 100-jähriges Bestehen gefeiert. In Lausanne sind das sie, wo wir hier gesehen zum 100-jährigen anlässlich vom 100-jährigen Bestehen von Nestlé. Und wir werden von dir, Eva, wissen, welches von den folgenden Schweizer Unternehmen ist das älteste? Ist das A. Nestlé, B. Sulzer, C. Roche oder D. Otto's? Also ich schwanke zwischen Nestlé und Sulzer, weil ich denke, Roche als chemische kommt nachher, Otto's ist auch später mit dem Otto hinein. Was denkst du, musst du entscheiden? Ich gehe auf B. Sulzer. B. Sulzer, du liegst absolut richtig. So
Holzer ist nämlich im Jahr 1834 gegründet worden. Werner, dir haben wir das Jahr 1988 zugeteilt. Was ist bei dir denn passiert? Dort habe ich meinen ersten öffentlichen Fernsehauftritt, also vor der Kamera, als Jongleur in der Sendung Traumpaar. Ah ja, wie bist du dazu gekommen? Durch meine Tätigkeit damals schon in der hinteren Kulisse mehr oder weniger in dieser Branche habe ich den Remo Fein kennt und die haben dann dort so nebst einem Zauberer und einem Pantomim glaubt, wenn es dann einen Jongleur braucht. Also ein fernseherprobter Mann hier bei uns in der Runde. Das Jahr 1988 war für die Schweizer Musikgeschehen auch eines der wichtigeren. Yellow mit The Race hat für Furore gesorgt. Eben gut, die sind wirklich noch ganz anders als heutzutage. Yellow, Sie, der Dieter Meier einerseits und Werner. Ist das A, der DJ Antoine, B, der Phil Dankner, C, der Boris Blank oder D, der Gabriel Felder? Ja, das ist ziemlich eindeutig, C, der Boris Blank. C, der Boris Blank. Da ist der Tipp, wenn wir schauen, ob du punkten kannst. Jawohl! Zu guter Letzt in Sachen Zeitmaschine noch zu der Sandra. Das Jahr 1995. Was hat es dir gebracht? Ja, den Kyropen. Ja. Das ist gute Erinnerung dran. Ja, das war schön. Wie hast du ausgesehen als Brut? Also in Weiss. Also traditionell, Kille, Weiss, viele Leute. Und Sträusli hast du auch geworfen? Nein, das habe ich nicht genommen. Aber es hat auf jeden Fall immer noch so schöne Heirat. Ja. Tipptopp. Das Jahr 1995 ist für das Musical «The Phantom of the Opera» von Andrew Lloyd Webber wichtig in Sachen Schweiz, weil dann Premiere gefeiert worden ist in Basel. «Phantom of the Opera» von Andrew Lloyd Webber. Wir wollen von dir, Sandra, wissen, welches von den folgenden Musicals ist nicht von Andrew Lloyd Webber. Ist das A, «Starlight Express», B, «Melissa», C, «Cats» oder D, «Sunset Boulevard»? Das ist entweder B oder D. Ich denke D. D, «Sunset Boulevard»? Leider nicht. Melissa ist ein Schweizer Musical, das in Winterthur gelaufen ist. Keine Punkte für das andere, aber wir schauen nichtsdestotrotz auf den Zwischenstand, auf den Punktenstand. Ja, immer noch in Führung ist der Werner, nach wie vor mit 650 Punkten. Spitze dein Jahr und putze Brühe gelesen, das geht vor allem unsere Kandidaten, aber es dreht ja gar nicht mehr Brühe. Nichtsdestotrotz muss man gleich gut zuschauen, der Sven ist nämlich wieder irgendwo. Obwohl, man muss auch sagen, wer neidisch ist auf Sven, weil er immer rumreisen kann. Und man findet, ja, der hat so einen Schocki-Job. Der kann immer ein bisschen der, ein bisschen der. Es ist also nicht wirklich so, der Schein trügt. Hallo Susanne, liebe Kandidaten, sind froh, seid ihr im warmen Studio. Ich friere mir hier fast alle Zehen ab. Aber dafür zeige ich jetzt etwas Heisses, nämlich meinen Schatz. Der ist 14 Millionen Jahre alt und würde, wenn man ihn kaufen würde, etwa 10'000 Franken kosten. Und vielleicht, wenn ihr genau in den Kristall hineinschaut, seht ihr schon, an welchem Ort sie mich befinden. Und wenn nicht, gibt es sofort einen weiteren Hinweis. Jetzt kommen wir zum gefährlichen Teil des heutigen Abends. Und zwar bin ich hier im Keg für wilde Tiere. Es gibt Spaghetti al dente. Und da haben wir unseren Hauptakteur, den Wespär. Wie heisst er? Mascha. Mascha. Die Mascha reißt mir da ein paar Spaghetti aus der Hand. Und warum heissen Wespären Wespären? Weil sie das Essen manchmal gehen waschen, bevor sie es essen. Also Mascha, komm, nimm noch ein paar Spaghetti mit auf den Weg. So, komm. Davor haben wir sie auch. So, für diesen Tipp habe ich mich umgezogen, und zwar, wie es sich gehört, für das, was jetzt kommt, nämlich ein musikalischer Hinweis. Gut aufpasst, Playback ab! So, jetzt kommen wir zum Highlight in dieser Sendung. Ich bin nämlich 120 Meter am Boden. Was meinst du? Ah, 120 cm. Aber ich kämpfe mich ein bisschen auf, Susanne. Aha. Bleichgesichter haben wir gefunden. Ihr habt sicher einen Tipp von mir. Natürlich bin ich nicht im Wilden Westen, aber ich gebe noch ein paar Rauchzeichen. M-
Was gibt es im Winter Schönes als eine kleine Schneeballschlacht? Achtung, Susanne! Und für Kandidaten, ihr wisst hoffentlich schon, in welcher Gegend ich bin. Und Achtung, wir suchen hier nämlich etwas ganz Spezielles. Und das, was wir suchen, gibt es hier nicht nur einmal, sondern es gibt es dreimal. Und trotzdem suchen wir nur eins von diesen drei. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu fest verwirrt. Susanne, nicht so fest! Yeah, jetzt geht's los! 160 Meter, öffnen mit einem 60er entgegen. Wenn die Leute ankommen und noch ein bisschen klatschen. Oh Mann. Adventure und das mitten im Winter. Also, danke für den Applaus. Merci vielmals. Auf tot. Adrenalinschub, aber es gehört dazu. Es ist unglaublich, was die Leute hier alles liegen lassen. Drei Tipps gibt es an dieser Stelle. Und zwar, wir sind in einem Kanton, suchen aber kein Kanton. Wir suchen auch keine Stadt. Wir suchen ein bisschen mehr als eine Ortschaft. Und vielleicht gibt es noch einen Tipp hier aus dem alten Radiogerät. Jetzt rauscht nur noch. Wir gehen weiter. Liebe Kandidatinnen und Kandidaten, jetzt ja noch nicht drücken, weil es gibt einen Tipp wie von einem Meisterdetektiv, zum Beispiel von Sherlock Holmes. Der Ort, den ihr herausfinden müsst, ist nicht hier, sondern 9 Kilometer im Moment von mir weg. Und der Ort, den ihr herausfinden müsst, ist erst noch 400 Meter höher gelegen. So, ich musste noch schnell einen Tipp in Schnee brünzeln, aber das bekommt ihr noch nicht zu sehen. Weil jetzt gibt es einen modischen Tipp für Winter 2002. Und zwar Männermode, Jute statt Jeans. Und mit dieser Jute hätte ich hier einen anderen Kechenmann in Sackmehl drücken. Aber einmal mehr. Werner, wo ist der Sven? In der Gegend von Meiringen. Hier ist Bachfell. Das ist falsch. Leider keine Chance für dich, aber es geht weiter. Wo ist der Sven? So, ich musste noch schnell einen Tipp in Schnee brünzeln, aber das bekommt ihr noch nicht zu sehen. Weil jetzt gibt es einen modischen Tipp für Winter 2002. Und zwar Männermode, Jute statt Jeans. Und mit dieser Jute wollte ich hier einen anderen Kechenmann in Sackmehl drücken. Aber einmal mehr haben sie mich zur falschen Jahreszeit hergeschickt. Im Winter läuft doch da nichts, Gottfried Stutz. Also, liebe Leute im Studio, erlöse mich aus dem tiefen Winter. Es ist kalt, es ist furchtbar kalt. Aber ich gebe euch jetzt dafür ein paar konkrete Hinweise zum Schluss. Ich stehe nämlich genau an dem Ort, wo ihr herausfinden müsst. Es hat hier einen Bahnhof. Und hier haltet eine rote Schmalspurbahn. Und die fahrt dann weiter. Es hat einen Haufen Skifahrer, die hier... Eva, knapp vor der Sandra, Eva 6 ist. Wo ist der Sven? Bengen. Das ist falsch. Sandra, du darfst. Wir lassen weiterlaufen. Sandra, du darfst schnell drücken, wenn du willst. Ich sehe, du bist ganz gesprengt. Aber wir fragen noch einmal, wo ist der Sven? Also, liebe Leute im Studio, erlöse mich aus dem tiefen Winter. Es ist kalt, es ist furchtbar kalt. Aber ich gebe euch jetzt dafür ein paar konkrete Hinweise zum Schluss. Ich stehe nämlich genau an dem Ort, wo ihr herausfinden müsst. Es hat hier einen Bahnhof. Und hier haltet eine rote Schmalspurbahn. Und die fahrt dann weiter. Es hat einen Haufen Skifahrer, die hier jetzt in ein paar wenigen Augenblicken werden aussteigen, gehen snowboarden, gehen Skifahren. Und das Ganze ist ein sogenannter... Alles klar, das müsst ihr herausfinden. Nur welcher von diesen drei, die wir vorhin beschrieben haben, es ist nicht der, der ganz hoch ist, sondern der, wo ich im Moment bin, der ist auf 1007 Meter und der führt von Lungern nach Meiringen. Und dann fahren wir über den sogenannten... Gottlob hat sie noch gedrückt, Sandra. Der Brünig. Der Brünig-Pass, genau so ist es. Danke. Und Sven hat wirklich gelitten, es war so mässig kalt. Gewesen. Und dann könnte man sich eigentlich vorstellen, dass er nach getaner Arbeit ins Chalet rein oder ins warme, gemütliche Stübeli von diesem Brünig-Pass-Restaurant ist, um ein Fondue essen. Aber es ist nicht so, es ist genauso kalt weitergegangen. Susanne Kalt ist nur der Vorname, aber ich gehe jetzt in die warme Stube. Ich habe eine spannende Geschichte gefunden, die da oben so passiert sein soll. Hier soll es nämlich mal Zwerge gegeben haben. Und die Frau, die Bescheid weiss, die heisst Susanna Schmidt und zu der gehen wir jetzt heim. Frau Schmidt, hat sie wirklich Zwerge gegeben? Ja, es hat Zwerge gegeben. Ich habe das in einem alten Buch gelesen. Und in der Sage heisst es zwar, die seien für Ging verschwunden wegen einem bösen Bubenstreich. Aber es hat mich schade gedacht. Darum habe ich gefunden, ich würde eine Geschichte schreiben, eine neue vom Muggenstutz, dem Zwergenkönig. Und daraus ist ein erfolgreiches Kinderbuch entstanden. Was erlebt denn der Muggenstutz? Der Muggenstutz wollte für seine Frau Traurin ein ganz besonderes Geschenk suchen, weil die hat Namenstag. Zwerge feiern ja nicht Geburtstag.
Er geht auf den Zwergenweg, für das zu suchen und erlebt die unglaublichsten Abenteuer dort. Frau Schmidt, und den Zwergenweg den kann man in Wirklichkeit ja auch ablaufen. Ja, im Frühling kann man mit der Familie den Weg ablaufen. Er ist etwa 2 Kilometer lang. Es hat verschiedene Posten, wo man spielen mit den Kindern spielen kann, wo sie genau das nachher leben können, was im Buch passiert. Zum Beispiel Tanzapfen trocknen oder in der Höhle Steine suchen. Und wo ist der Weg genau? Der ist auf dem Hasliberg vor Maggis Alpitz bei mir. Frau Schmidt, vielen Dank und mit diesem Geheimtipp zurück ins Zentrum. Also, wer Zwerge und Trabanten sucht, der weiss, wo er sie findet. Wir kommen zu der Zusatzfrage. Der Sven war tatsächlich in der Nähe von Meiringen. Und dazu ist die folgende Frage für dich, Sandra. In Meiringen findet man das Sherlock Holmes Museum. Und wir möchten von dir gerne wissen, wie heisst der Kilf von Sherlock Holmes? Watson. Hey, das stimmt, Watson. Wir schauen auf den Zwischenstand. Wie sieht es mit den Punkten aus? Eva liegt ein bisschen hinten, 3 mit 550 Punkten. Werner hat 600. Sandra hat die Führung übernommen mit 630 Punkten. Der Sven hat, da, obwohl es ihm fast die Augen zugeschneit, auf dem Brünigpass etwas ganz Spezielles gefunden. Die schauen jetzt ganz gut zu. Es gibt noch 5 Fragen inhaltlicher oder bildlicher Natur zu beantworten. Der Sven hat ein ganz spezielles Brockenhaus gefunden. Im Brünigpass, im ehemaligen Bahnhof Büffet, haben wir das höchstgelegenste Brockenhaus der Schweiz. Das gehört dem Josef Hechenberger. Er ist ein ziemlicher Workaholic, arbeitet 365 Tage im Jahr und er wohnt auch gerade fast im Brockenhaus selber. Hallo, Herr Hechenberger. Grüß Gott. Ist das nicht der typisch schweizerische Name? Nein, eigentlich nicht. Ich bin ein gebürtiger Tiroler. Und die Leute sagen mir eigentlich Grümpelsepp. Gut, dann bleibe ich auch bei Sepp. Ich bin Sven und schaue gerne ein bisschen rum im Brockenhaus. Du bist vor 15 Jahren auf den Brünig gekommen, hast das Brockenhaus aufgemacht im ehemaligen Bahnhof Büffet. Was haben die Leute gesagt? Ja, am Anfang haben die Leute schon gemeint, ich könne auf den eigenen Ortwand gehen, Laden aufmachen. Und im Winter versuche ich da herüber. Aber mittlerweile meinen sie, ich habe da eine kleine Goldgrube. Wir schauen gerne herum, was es alles gibt. Was ist das für ein schönes Ding? Das ist ein Jugendstilofen, so um die Jahrhundertwende. Und kostet eigentlich nur 3.500 Franken. Das ist mir zu viel, selbst 3.500. Ja, ganz ein bisschen könnten wir noch reden miteinander. Schlitzohr. Wir schauen ein bisschen weiter, vielleicht finde ich etwas anderes Schönes. Hat einen Haufen antike Möbel natürlich. Und du wohnst auch in den Stockköcher hier über dem Brockenhaus. Hast denn du alles Möbel, das du hier würdest verkaufen bei dir in der Wohnung? Nein, bei mir in der Wohnung habe ich eigentlich relativ einfache Möbel. Wir können da mal schnell schauen. Gehen wir doch. Das ist auch noch ein spezielles Stegenhaus. Ja, ich wohne auch hier im ehemaligen Bahnhofbuffet. Aber scheinbar nicht mehr lang, diese Zügelkisten noch. Nein, das sind Langenthaler Sammlerdellen. Sammeln du schon noch? Nein, die darf man nicht sammeln, die sind zum Verkaufen. Etwa 3.500 Stück habe ich noch da. Und ein Haufen Singeli, da muss ich schauen. Manuela Sückar, so viel Zeit muss sein. Suche ich seit Jahren die Single, Sepp. Ja, die schenke ich dir jetzt. Merci vielmals. Oh, im Fernsehen schaust du auch gerne diese Apparate an. Nein, die sind zu verkaufen, aber im Fernsehen schaue ich gerade hier in der Stube. Gehen wir schauen. Und das ist noch unsere Tochter, die Karin. Wunderbar, gehen wir schnell Hallo sagen. Ciao, Karin. Hi. Hat der Papi extra aufgeräumt fürs Fernsehen? Nein, es war die Mami, der Papi würde nie aufräumen. Okay, wir schauen mal schnell auf die Aussicht. Das ist ja wahnsinnig, was du da schon alles abgeräumt hast. Das ist wirklich alles deins. Ja, das ist alles vom Tennisspielen. Dann zeig uns doch mal irgendeinen wichtigen Pokal, den du gewonnen hast. Schon mal. Das ist der da. Warum geht der? Den habe ich, als ich 80 war, bei Martina Hingis gewonnen und den hat sie mir selber überreicht. Das heisst, Martina ist für dich ein grosses Vorbild? Ja. Du willst mal so gut werden wie sie? Ja, ich trainiere viel und im Moment bin ich Nummer 3 in der Schweiz. Sogar? Ja. Hey, dann drücken wir Daumen, dass du noch erfolgreicher wirst. Du bist erst 13, da kann vielleicht noch ein grosser Star werden aus dir. Und ich glaube, zu eurem Haushalt gehört auch noch ein Hund, gell? Ja, das ist der Tobi, der ist in der Küche. Und den gehen wir jetzt noch schnell besuchen. Und da haben wir noch eine Küche. Jawohl, das heisst, wenn du schon nicht aufräumst, dann tust du wenigstens kochen für die Familie. Ja, ich bin zwar gelernter Koch, aber mein Kochen habe ich auch nicht so. Okay, gut, dann schauen wir jetzt noch den Hund an. Tobi, komm mal zu uns. Tobi? Oh, ist das ein Herziger. Wie alt ist er? Ja, er ist etwa 2,5 Jahre. Mhm. Und Deutsch versteht er nicht, weil sie ist ein Spanier. Gut, ja, dann können wir ihm nicht viel sagen, aber ja, wirklich ganz ein Herziger. Sehr vielen Dank für die Ausführung und mit diesen Bildern sofort zurück in die Sendung. Gell, Tobi?
So lebt der Grümpel Sepp and his family. Und hier ist er, herzlich willkommen, Josef Hechenberger. Also ein Grümpelsepp bist nicht wirklich so, wie wir haben gesehen. Es ist ja recht aufgeräumt. Ja, also der Name hat es am Anfang gegeben und mittlerweile ist es sogar ein Markenname geworden und unter dem kennen mich eigentlich die Leute. Ne? Du bist im 79 in die Schweiz gekommen, mit dem Ziel auf dem Brünig Pass das Brockenhaus, das 365 Tage im Jahr offen hat, aufzutun. Das ist richtig, ja. Und wie bist du gekommen, auf die Idee? Ja, auf die Idee. Vielleicht ist das noch weiter zurück. Meine Vorfahren waren eigentlich Raubritter einmal, ganz früher, sagt die Familienchronik. Ja. Ne? Und auf dem Pass habe ich mir gedacht, das ist eine gute Frequenz, wo viele Leute durchkommen. Und da verwischt man sie am besten. Ne? Und das ist so gekommen. Ne? Also ob die Leute tatsächlich an jedem Tag, wo der Grümpel Sepp offen gekauft hat, das erfahren wir nachher. Wir jetzt schnell zu den Fragen kommen, dass die Kandidaten nichts vergessen, was sie sich haben gemerkt. Die Frage Nummer 1 zum Film. Wie viele Kunden hat es, ausser dem Sven, im Brockenhaus gehabt? Werner mit dem schnellen Händchen. 3. Nein, ausgenommen Sven wäre es nur 2 gewesen. Gut, keine Punkte, aber eine zweite Frage. Aus welcher Epoche stammt der offen im Brockenhaus? Eva, Jugendstil. Ja. Das ist richtig. Was waren das für Tauer, die man in diesen Zügelkisten hat? Eva, Langenthaler Sammlertauer. Das ist richtig. Oh, das stimmt. Dann wollen wir wissen, welchen Rang das Töchterli von Josef, Sandra, dritte. Der dritte Jahr Rang. Ist auch richtig, jawohl. Ich muss sagen dazu, sie ist auf dem dritten Platz in ihrem Jahrgang. Aber da können noch viel daraus werden. Und hier ist die vierte Frage, die fünfte Frage, aus welchem Land stammt der Tobi? Sandra. Spanien. Ist auch richtig. Rund aus Spanien. Das Brockenhaus auf dem Brünig Pass hat an 365 Tage im Jahr offen. Du gehst nie in die Ferien? Doch. Ich gehe im Winter in die Ferien mit der Tochter. Die Frau geht im Sommer. Ich gehe nicht gerne ins Meer. Und ja, die ganze Zeit, wo wir uns nicht sehen, streiten wir dann auch nicht. Genau. Also deine Frau geht unabhängig von dir in die Ferien, dass das Brockenhaus offen sein kann. Richtig, aber jetzt stelle ich mir vor, vor dem 25. Dezember kommt doch niemand Zeug kaufen. Doch, da kommen mehr Leute als an einem normalen Wochentag. Ne? Auch beim schlechten Wetter tun das die Leute mit einem Schlechtwetterprogramm verbinden, auch Touristen und so weiter. Mhm. Wo hast du deine Sachen her? Wo holst du die? Also hauptsächlich aus der Region zwischen Interlaken und Luzern. Hast du Tiroler Spezialität in diesem Brockenhaus, wo man begutachten kann? Nein, eigentlich nicht, weil man kriegt da genug Ware bei uns und im Tirol ist es wahrscheinlich noch teurer. Was ist das Wertvollste, was bei euch im Brockenhaus steht? Momentan oder sonst? Jetzt gerade. Ein Buffet, vielleicht ein fünftüriges Buffet. Ne? Und ein fünftüriges Buffet vom Brünig Pass oben abschleppen, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Wie machen das die Leute? Helfen die ihnen da? Ja, wir tun das auch mit Lieferwagenzusteller auf Wunsch und so weiter. Also wunderbar, es lohnt sich wahrscheinlich wirklich. Mal auf dem Brünig Pass geht das Brockhaus anzug und vielleicht sieht man noch einen Zwerg. Wer weiß? Merci vielmals, Herr Hechenberger, für das Sie gekommen sind. Dankeschön. Gut, danke auch. Merci. Mehr auf den Zwischenstand. In Führung gegangen ist Sandra mit 730 Punkten. Wer sieht am ersten Scharf? Hier sind 5 typisch schweizerische Sujets, die wir verfremdet haben und euch das Leben schwer machen damit. Was sieht man hier? Hier ist die Seite 1 vom Schweizer Fotoalbum. Man kann Punkte verlieren, wenn man drückt und etwas Falsches sagt, also aufgepasst. Werner. Der Herr Kohn. Der Herr? Arthur Kohn. Das stimmt, der Herr Arthur Kohn.
jetzt für dich, wenn du Folgendes kannst beantworten. Welche Auszeichnung hat der Herr Korn schon 6-mal gewonnen? Oscar. Der Oscar, so ist es. Und wir blättern Seite weiter, Seite 2. Ein Jockey. Ein Jockey, also ein Ross mit einem Reiter drauf. Also okay, einen Reiter haben wir gesucht, das ist richtig. Wenn du diese Frage kannst beantworten kannst, dann ist der Gleichstand mit Sandra. Und alles ist wieder ein bisschen spannend. Dann ist sie auch wieder ein bisschen herausgefordert. Was für ein wichtiges Pferdesportturnier vor dem 7. Februar an? CSI Zürich. Das stimmt, 30 Punkte. Und hier haben wir ein weiteres Bild, Seite 3. Langsam müsst ihr drücken, sonst ist finito, Sandra. Der Hans Gmür. Der Hans Gmür ist das, jawohl. Er hat vor 3 Tagen übrigens seinen Geburtstag gefeiert, der 75. Happy Birthday an dieser Stelle. Und folgende Frage an Sandra. Er war mal vor einer Frauenzeitschrift Chefredakteur von welcher? Raten, du kannst ja nichts verlieren. Mhm. Annabelle. Das ist genau so. Und wir wollen noch einmal Bilder rätseln. Langsam solltet ihr drücken, weil gleich ist es fertig. Die Eva hat noch gar kurz vor dem Werner. Hätte ich gesagt, Gemüse. Kohlrabi. Kohlrabi, genau. Das ist es. Zusatzfrage für dich, für 30 Punkte. Wenn man einen Kohlrabi in ein feuchtes Tuch einwickelt und in den Kühlschrank tut, was kann man damit erzeugen? Wenn er lang nur drinnen lässt, stinkt es. Excuse. Er schlägt aus, irgendeinmal. Das ist leider falsch. Schlägt aus, irgendeinmal, nämlich kann die Haltbarkeit verlängern. Das ist tatsächlich so ein Vierfaches. Also etwa vor einer Woche auf 4 Wochen, je nachdem, wenn es gut geht. Keine Punkte, aber wir sind schon auf der letzten Seite des Schweizer Fotoalbums angelangt. Sonst ist es aufgelöst, Eva. Der Ex-SP-Präsidentin Brunner. Das. Brunner ist richtig, jawohl. Christiane Brunner, wir wollen wissen, wer vor ihr SP-Präsidentin war. Ursula Koch. Sie ist es immer noch. Wer war es? Ja, gesagt, Ursula Koch. Das ist richtig und gibt 30 Punkte. Jetzt schauen wir auf den Zwischenstand. Es geht gleich um die Finalqualifikation in der nächsten Runde. Nämlich. In Führung ist jetzt neuerdings Eva mit 860 Punkten.
Wir sind bei der Finalqualifikation Mission Possible. Was gibt es auch heute? Unsere Agentin ist eine Frau, die schon ganz, ganz hoch oben war. Als Alpinistin und Bergführer erklimmt sie immer wieder hohe Gipfel. Ist vor allem mit Schlagzeilen gekommen, als sie mit SF Spezial Tiger Nordwand aufgekraxelt ist und als erste Schweizer Frau auf dem Mount Everest gelandet ist. Wir wollen sie fragen, was sie macht, wenn sie mal nicht am Klettern ist. Hier ist sie herzlich willkommen bei uns, Evelyn Binsack. Begrüßt, wenn du nicht mehr hergehst. So sensationell flott, ich begrüße. Sensationell. Das tut einfach gut. Du bist im März vom Jahr 01, also vom letzten Jahr, bist du auf dem Mount Everest oben gewesen. Bist du als anderer Mensch oben runtergekommen? Also ich bin im Mai da oben gewesen. Mai, falsch abgelesen. Also ich habe mich nicht gross verändert, ausser dass mich meine Zehennägel verabschiedet haben. Ah ja, hast du keine Zehennägel mehr? Sie kommen wieder langsam, aber sicher. Aber es ist eigentlich glimpflich verlaufen. Andere verlieren irgendwie Zehen, ganze Zehen. Ja, also schon mal irgendwann war es mir gut gewesen. Mhm. Kann man sich da schützen irgendwie? Ja, also man kann natürlich Expeditionsschuhe nehmen und in die Expeditionsschuhe kann man Sohle rein tun, wo man einen Akku dran hängt und dann tut das die Sohle wärmen für eine gewisse Zeit, aber nicht sehr lange. Und im Kopf, was ist persönlich passiert bei dir, auf dem hohen Berg oben die Aussicht, die Strapazen hinter dir zu bringen? Was hat das ausgelöst in dir? Also sicher einmal die Einstellung, dass die guten Sachen im Leben sehr viel Zeit brauchen. Mhm. Ja. Jetzt hat man gehört, nachdem du bist runtergekommen, dass du eigentlich schon wieder ein neues Ziel hast, dass du ohne Sauerstoffflasche auf den Mount Everest willst. Wenn du nochmal gingst, wäre es ohne Sauerstoffflasche. Wie weit bist du dort in Sachen vorbereitet? Also es sind verschiedene Projekte, die am Laufen sind. Sicher eines davon, mal auf Everest zu gehen, ohne Sauerstoff. Aber das würde ich so ein bisschen stillen machen, dass ich da nicht zu gross in Stress geraten. Ist das gefährlicher? Ja, es ist wahnsinnig viel gefährlicher, auch für die Frierungen. Und die Chance, dass man raufkommt, ist natürlich um ein Mehrfaches noch geringer. Wieso willst du das machen, wenn dein Leben gefährdet ist? Ich will mir nicht mein Leben gefährden, sondern ich will einfach herausfordern. Also herausfordern, meine Grenzen immer wieder frisch kennenlernen. Und es sind noch andere Projekte. Über die reden wir jetzt gerade. Über die Herausforderung geht es hier bei Eigermöbel Kunz. Du bist unsere Mission Possible Agentin. Ich bitte dich, das vorzulesen, was da drin steht, was deine Aufgabe ist. Mission Possible. Du warst auf dem höchsten Berg der Welt, aber schaffst du auch unsere mobile Kletterwand, The Rock. Die Mission Possible ist erfüllt, wenn du während 2 Minuten an der Wand klettern kannst, ohne hinunterzufallen. Genau. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Da bist du gespannt. Also, wir haben bei uns im Studio, wir haben bei uns im The Rock. Das, was wir jetzt sehen, ist also die Schlussposition. Jetzt gehen wir zurück in die Anfangsposition. Sehr gerne. So wirst du noch ein paar Sekunden müssen klettern. Und wir wollen wissen, ob du nicht runtergehst. Die richtigen Kleider hast du dabei. Ja. Also gut, 10 Minuten. Wir fangen normal an. Es wird immer wie härter. Mhm. Hast du mir noch ein bisschen Magnesium oder so? Ich habe so wahnsinnig schwitzige Hände. Aha. Braucht es an dieser Wand anscheinend nicht. Das haben wir abgeklärt. Ja. Also, das ist kein Problem. Gut, jetzt müssen unsere Kandidaten den Tipp abgeben. Schafft sie es, 10 Minuten lang an dieser Wand zu hängen, ohne runterzugehen? Oder nicht? Eva, dein Tipp? Die geht nie schneller als so. Die geht nie schneller als so. Selbstverständlich kann sie das. Sie muss immer klettern und sie geht nie so schnell als so. Sandra? Ich muss so studieren. ich sage nein, ja. Oh ja, so. Ich glaube zwar, dass er im Winsack hat, aber aus taktischen Gründen nein. Sagst du nein? Also bin ich einfach mal froh. Also, du kannst dich mal überbegeben. Ja, es kann nichts passieren. Die ganze Sache ist abgepolstert. Jetzt hoffe ich, ihr eigentlich noch ein Staub am Boden. Dass das tatsächlich der Fall ist. Also. Es braucht anscheinend wirklich nicht das Magnesium in dieser Wand. Du bist in den Startpflöcken. Ja. Moment, ich sage Achtung, fertig, Mission Possible ab. 2 Minuten Zeit, ja, bitte. Okay.
verwandt, dünkt sie. Gleich Halbzeit, Evelyn, gleich ist Halbzeit. Das ist so schlimm. Und dann ein Mürzerbaum. Oh, kommt zu mir zurück, Evelyn. Weißt du, es war hart, oder? Nein, es ist nicht wirklich hart. Es ist einfach gerade ein falsch gegriffen. Falsch gegriffen. Gut, was heisst es für unsere Kandidaten? Das schauen wir jetzt im Finale. Im Finale. Eva und der Werner. Von der Sandra müssen wir uns leider verabschieden. Das ist letztes Mal gut. Das ist so. Du gehst für drei Tage die Expo mit der SBB. Ja. Drei Tage von deiner Wahl mit der ganzen Familie. Merci, hast du mitgemacht und alles Gute weiterhin. Ciao, Sandra. Du bist normalerweise nicht so ein Gerät. Also es ist noch ein sehr gutes Gerät, muss ich sagen. Aber du gehst voraus in die Natur natürlich. Wie oft bist du am Klettern? Im Moment etwas weniger. Es ist ja zumindest im Winter. Aber ich schaue dir, dass sie vor allem im Sommer wieder heftiger drankommen. Im Moment sind Trainings so ein bisschen an Boulderräumen und Kletterwänden. Draußen ist es noch nicht gerade so warm. Du hast aber gleich relativ viel zu tun. Du gibst vor allem Motivationskurse, Vorträge über die Mount Everest-Besteigung und stehst in dem Sinne auch vor Leuten. Hast du das zuerst schon müssen lernen, ob du plötzlich so eine persönliche, öffentliche Person bist geworden, oder liegt dir das? Nein, also es ist schon, für mich ist es jetzt gerade so eine Lehre, auch für andere Sachen lernen zu kennen. Und, sich ein bisschen besser formulieren können. Das kannst du auch bei uns zeigen. Wir haben ein paar Bilder von dieser Besteigung, die man hier sieht, in Action auf Mount Everest. Ich bitte dich, das ein bisschen zu dokumentieren. Du siehst es hier. Ja, das ist im Aufstieg zum Camp 2 auf 7600 Meter. Und das hier ist Nordgol. Das ist das erste Camp. Da geht es vor allem darum, dass man zuerst Camps einrichten. Das ist schon weiter oben, das ist 8400 Meter, das letzte Camp. Und der Röbi Bösch und ich sind das zweite in diesem kleinen Einerzelt drin, was natürlich nicht so angenehm war. Für jetzt warm gegeben. Ja, warm hat es gegeben, ja. Und das ist auch Nordgol, da geht es darum, dass man da den Schnee herschaufeln und aufschmelzen den ganzen Abend, oder einmal die Hälfte des Abends, bevor man ins Bett geht. Und das hier ist zwischen Camp 2 und Camp 3 der Aufstieg. Wo wir zwischen Camp 3 und Camp 4, wo wir dort schon langsam an Sauerstoff geht, auf 8200 oder 300 Meter ist das. Und das ist die Aussicht? Das ist die Aussicht, ja, so ziemlich hoch oben. Gibt es eigentlich Regeln auf einem Berg, wenn man die Spitze verklommen hat? Gibt es Ritual? Nein. Also wir haben uns eine Regel, also der Röbi Bösch und ich haben uns eine Regel gemacht, und das ist die, dass wir ab 8000 Meter selber entsteigen, respektive, dass wenn einer ein Problem hat, dass der andere darf weitergehen und den Gipfel besteigen. Das ist unsere Abmachung. Und das hättest du durchgezogen, wenn es ihm zum Beispiel ganz, ganz schlecht gegangen wäre? Gut, ich hätte es nicht gewusst. Ich bin vor ihm gestartet und hatte eigentlich das Gefühl, er schließt nah auf. Und er hatte aber noch ein Problem mit dem Sauerstoff, den er selber behoben hat. Zwei halbe Stunden später ist er auf dem Gipfel oben gestanden. Und ich hatte vollstes Vertrauen in ihn, er auch anscheinend in mich. Und so ist das eigentlich gut gelaufen. Und diese Geschichte ist eine Art Passé, obwohl es natürlich in der Erinnerung sicher noch präsent ist. Du hast neue Projekte im Sinn. Erzähl uns davon. Ja, also es sind ein bisschen zwei verschiedene Projekte. Das eine ist sicher, dass ich mit dem Helikopter fliege, möchte ich vielleicht einmal, sagen wir jetzt in 10 bis 20 Jahren, eine Station aufstellen, wo ich humanitäre Hilfe anbiete. Wo das genau wird sein, das weiß ich noch nicht. Und für das wird mir einen internationalen Namen schaffen. Das heißt, ich werde mir so einen Namen schaffen, dass ich auch auf der, nicht nur in der Schweiz hier, sondern auf der ganzen Welt bekannt bin. Und werde eigentlich als erste Frau von der Welt die drei Pole, also ich sage dem Mr. Dreigestirn, nicht Eigermönch und Kunz, sondern doch kein Berg. sondern Mount Everest, Nord- und Südpol. Und Nord- und Südpol wollte ich im Alleingang machen. Also unglaublich. Was treibt dich an, so Sachen zu machen? Also, du meinst, dass eben die internationale Bekanntheit, dass du eben mit deinem Helikopterprojekt mal
irgendwie zum Ruf kommst und zum Arbeiten kommst. Ja, es sind immer Wege und Mosaiksteine, die zusammenfügen, bis man so zu einem Ziel kommt. Aber ich glaube einfach mal der Gewunder. Der Gewunder und ja, die Freude, auch eine gewisse Leidensfähigkeit und vielleicht etwas. Ein bisschen masochistisch veranlagt? Vielleicht, ich weiß es nicht. Nein, ich glaube es nicht. Ich leide nicht sehr gerne. Aber ich bin einfach wahnsinnig gewundrig für das Leben und für Grenzerfahrungen. Und das ist eigentlich speziell. Bist du als Kind auch schon so gewesen? Ich war ziemlich zwirbelig, ja, schon. Aber ich hatte das lange eigentlich gar nicht gecheckt, dass ich so ein hyperaktiver Mensch bin. Mhm. Ja. Du bist auch immer auch ein bisschen anders als andere Mädchen. Du bist Helikopterpilotin geworden und Bergführerin. Bist du mit Brüdern aufgewachsen? Oder Nein, ich bin Schwester und die ist Lehrerin und Mutter. Ja. Also nicht, Aber immer in männerdominierten Szenen warst du. Und du hast auch gesagt, dass du, als du auf Mount Everest bist, als erste Schweizer Frau die Männer eigentlich vor den Kopf gestossen hast. Was hat es da für Reaktionen gegeben? Gut, das kann ihm niemand wegnehmen. Das kann ich nicht einmal als erste Schweizerin auf dem Mount Everest. Von dem her sind sie ein hilflos dargestanden. Ja, das heisst, wir nicht so geholfen. Aber normalerweise arbeite ich sehr gerne mit Männern zusammen. Es ist meistens eine sehr gute Zusammenarbeit und ich fühle mich wohl. Aber ich fühle mich genauso wohl allein und ich fühle mich genauso wohl unter Frauen. Mhm. Jetzt hast du gesagt, dass du das Dreigestehen, eben das weitere Projekt, das du machen willst, im Alleingang machen willst, mit zwei Sachen davon. Ja. Bist du immer ein bisschen allein unterwegs? Wie wär's jetzt mal mit einer Familie zum Beispiel? Ist ja relativ schwierig. Es ist nicht unbedingt das, was ich jetzt anstrebe. Also Familie, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, Kind haben und in dem Sinne aufzugehen wie andere Frauen. Und darum lasse ich jetzt das mal ein bisschen sein. Wir sind gespannt auf deine weiteren Projekte. Herzlichen Dank, bist du dabei, Evelyn. Und sorry, alles Gute. Ja, es hat aber schön ausgesehen. Also, ich glaube immerhin, so. Immerhin an dein Talent vom Klettern. Merci für mal. Herzlichen Dank, Evelyn. Ja. Bin's auch. Im Finale sind Eva und Martin. Und wir spielen zu folgenden Themen: Erotik, Fasnacht, Computer, Island, Feuer. Eva darf anfangen, nicht Evelyn, Eva darf anfangen. Das Thema wird in der Vorgabe von Martin. Von Werner. Jetzt habe ich es genug mit den Namen. Eindeutig. Werner. Fasnacht. Fasnacht. Drüher. Eine Rührfrage. Wann startet offiziell die Fasnacht? Am 11.11. um 11.11. Richtig ist es. Eva, bitte das Thema. Computer. Computer. Das 3. Gut, schwierige. Welcher Schachcomputer besiegte den Grossmeister Kasparov? Big Blue. Excuse? Big Blue. Falsch. Eva? Ich weiß nicht, wo das gesehen. Es ist fast richtig, aber eigentlich heisst er Deep Blue. Oh, Deep Blue. Ah, ein Raunen geht durch die Leute in den Reihen da hinten. Und weiter geht's, Werner, das Thema, bitte. Island. Island. Nochmal eine Rühr, bitte. Gut, ein Joker. Er meint es gut mit dir. Hast du noch Computer? Gerne, ja. Sie schön am Verhandeln. Ein 3. Ein 3. Wer ist der Gründer und aktuelle Chef von Apple? Steve Jobs. Steve Jobs, das ist ich. Werner, das Thema bitte. Feuer. Feuer. Drüher. Drüher. Auf welchem Kontinent liegt Feuerland? Südamerika. Das stimmt. Der südlichste Zipfel ist das, der dort Feuerland. Bist du auch schon gewesen? Nein, aber ich habe mal einen Vortrag gesehen über das Patagonien, das im Feuerland liegt.
Und das würde ich mal reizen, wenn du mit diesen 10'000 Franken, die du jetzt kurz davor stehst? Nein, ist etwas einsam dort. Ist das einsam? Ja. Kannst du ja. Aber es ist sehr lang, kommt da nichts. Nein. Aha, das heisst, das liegt dir nicht so. Ich habe lieber Leute und... Ja, eindeutig. Gut, dann müssen wir schon wieder etwas mehr mit Eva. Eva, jetzt kannst du das Thema vorgeben, bitte. Ja, wir bleiben. Computer. Computer, wegen den Einer, gell? Ja, schon so. Wie nennt man Computerfreaks, die in fremde Systeme eindringen? Hacker. Hacker ist richtig. Männer, du bist ja selber auch im Webdesign jetzt tätig, in Richtung Hackerton gehen. Wie wäre das für dich? Eben nicht. Es ist unterdessen sehr teuer geworden, wenn es gewünscht wird. Hast du schon mal Opfer geworden von einer Hackerattacke? Ja. Inwiefern? Ja, einfach über das Internet probieren, das unbekannte PCs anzuzapfen. Wurst, Werner. Ein Thema, es geht um die Wurst. Was könnte für Sie das schwierigste Thema sein, wirst du dir wahrscheinlich überlegen? Computer. Computer. Ein Einer. Und Eva ist unser neuer Champion. Eigermönch und Kunz mit den SBB.